Simplify, Innovate, Transform. Und damit begrüßen wir euch ganz, ganz herzlich im Namen der Actions zum Career Innovation Day 2023. Was ist die Zukunft? Wie müssen wir uns darauf einstellen, auf die neuen Herausforderungen, die da kommen? Mit dem heutigen Event und der Auswahl des übergreifenden Themas Innovation und genauer Artificial Intelligence, AI und Cybersecurity, glaube ich, dass Axians eine sehr gute Wahl getroffen hat. Also insgesamt würde ich schon ein sehr starkes Potenzial, Innovationspotenzial sehen in den nächsten Jahren für die Career. Wir arbeiten über das ganze Jahr mit unseren Partnern eng zusammen. Und insbesondere, wenn es um Innovationen geht, merken wir, dass eigentlich ein Unternehmen auf dem Markt gar nicht diesen schnellen Bewegungen folgen kann. Gerade wenn wir über KI sprechen, wenn wir über Cybersecurity sprechen, dann stellen wir einfach fest, dass wir Unternehmen brauchen, die sich mit der Technologie auseinandersetzen, dass wir die Kunden brauchen, die ihre Bedürfnisse klar formulieren. Aber wir als Axians sehen uns ganz klar in der Mitte als strategischer Partner, um dann im Prinzip Bedürfnisse und Lösungen zusammenzubringen. Der Ansatz des Events ist sehr modern, sehr relevant für Partner, Kunden und uns selbst. Eines der Highlights war auf jeden Fall die Visionary Panel Diskussion, weil das ist ein Teil des neuen Konzeptes letztendlich gewesen, dass wir es ganz interaktiv gestalten. Es hat sich eine richtig schöne Diskussion ergeben, sowohl mit den Experten und Expertinnen auf dem Panel als auch mit den Gästen. Ich bin sehr begeistert über die Firma Axions. Ich glaube einfach, dass eine Firma die Zukunft denkt, die Innovation denkt. Ich glaube, das ist ein sehr kreativer Ansatz, dass wir da jetzt nochmal in eine andere Rolle schlüpfen und selber was tun müssen und nämlich was ganz anders ist als die ganzen Themen, die wir heute besprochen haben. Und vielleicht kommen wir auf neue Ideen. Also ich muss erstmal ganz herzlichen Dank sagen zu diesem Event. War grandios. Gerne wieder, nächstes Jahr.